Hallihallo, Hallöchen, liebe Castler und Castlerinnen und Domsianer, und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Minecraft in der 1.7 Version. Staffel, Version, Staffel. Wie auch immer, Staffelversion. Baut es da unten bitte gerade mal so, dass man auch normal hoch kann. Also wir haben jetzt letztens ein paar kleine Regeländerungen besprochen. Und zwar erstens erlauben wir jetzt doch, dass man Basen unterirdisch baut, weil die Map ja eigentlich doch relativ klein ist. Und was ich auch mache, ist mal den Sattel von meinem Pferd mitzunehmen, weil ich das nicht unbedingt, weil ich nicht unbedingt möchte, dass es geklaut wird. Und ich nehme den Sattel von deinem Pferd auch gleich mal mit, ja? Kannst du Musst du das? nicht, ja, kann ich. Okay, Ich ja, kann auch dein perfekt. Pferd. So, komm, dann gehen wir mal runter und suchen eine Höhle. Also, ich habe hier definitiv eine Spinne irgendwo gehört. Und die suchen wir uns jetzt mal. Also, hier muss irgendwo eine Höhle sein. Und ich glaube, das ist in Okay. dieser Richtung. Aber ich mache hier oben mal zu, ja? Genau. Ja, mach doch mal zu. Gut, jetzt haben wir auch schon Kohle gefunden. Jetzt kann ich da dazu machen. Und ja, also, das ist eine Regeländerung. Und ja, das war's eigentlich, oder? Unterirdische Basen. Die Ja, dürfen ziemlich. maximal 10 Blöcke unter der Erde sein. Und ja, ich grab das Eisen hier jetzt ab, aber wie gesagt, das ist kein Strip Mining, das ist auch gar nicht die richtige Höhe dazu. Ich will einfach eine Höhle finden und ich habe ja letzte Folge eine Spinne gehört. Hörst Korrekt. du hier wieder eine Spinne? Weil komischerweise höre ich die jetzt nicht mehr. Ich höre gerade Ich nichts habe hier mehr. definitiv Spinnen gehört. Hundertprozentig habe ich hier Spinnen gehört. Naja, ich mache mir auch erstmal ein paar Fackeln. Okay. Du So. das. Du das, kleiner Timothy. Ich mache nochmal eine Workbench und mache auch gleich einen Ofen. Dann kann ich hier schon mal das bisschen Eisen brennen, was wir Okay. haben. So. Ofen. Bekomme ich jetzt ein Achievement? Nee, leider nicht. Ich finde die Oh. Achievement-Texte so geil. Dass die einfach mal jetzt öffentlich angezeigt werden. Wir können natürlich auch dann schön sehen, wie weit die anderen sind, ne? Mit Das ist gut. Diamanten. Sobald die Diamanten finden, wissen wir drüber Bescheid. Und können uns dann hier aufregen. Ja, klar. Aber ich würde jetzt gar nicht mehr tiefer gehen. Ich würde jetzt halt einfach gucken. Ich höre hier Lava. Hier muss irgendwo was sein. Hörst du? Hörst du auch die Lava? Ja. Die ist hier Schau mal irgendwo. ein Ich bisschen weiter sag's dir. unten Ich hier sag's dir. lang. Hier ist irgendwo eine Höhle. Die ist hier. Die ist hier ganz in der Nähe. Irgendwo ist eine Höhle und sneak dich auch die ganze Zeit, ja? Okay, perfekt. Machst du. Mann, ey, hier muss doch irgendwo eine scheiße Höhle sein. Meine Spitzhacke ist kaputt. Okay, schnell zurück. Spitzhacke. Ich hab. Ah doch, ich hab noch ein bisschen Holz. Wie viel Holz hast du noch? Ich habe noch 9, Okay, das also ist pro gut. Also Holz. sollte es mir nicht mehr ausreichen, dann. Ich mach uns beiden schon mal Eisenschwerter, ja? Ja, Hast du ich auch habe gerade noch mal. Eisen gefunden oder war das nur Nee, ich ich? habe gerade Kohle gefunden hier. Okay. Ich werf dir gerade mal hier ein Eisenschwert. Bist du hier links? Warte, komm, hier ist ein Eisenschwert für dich. Dann baue gerade mal die Kohle ab und hier ist echt irgendwo eine gottverdammte Höhle. Die muss hier irgendwo sein. Oh Gott, Monster Hunter. Ja gut, dann lassen wir die. Seltsam. Auf was ist denn die Kautippe. Difficulty, frage ich mich gerade. Kautipper. Das heißt, die sind draußen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Sag mal, hier muss doch irgendwo. Mein Gott. So, ich nehme erstmal die ganze Kohle hier mit, damit wir auch ja Ich habe entsprechend wieder brennen Eisen können und gefunden. so. Ich will aber kein Eisen finden, ich will eine Höhle finden. Aber echt, es war oben nirgendwo ein Höhleneingang, ne? Nee, gar nicht. Also wie gesagt, das hier soll kein Strip Mining sein, auch wenn wir jetzt die Rohstoffe abbauen. Aber es ist ja blöd, wenn wir uns da ranbauen und das nicht abbauen. Aber wir sind ja nicht auf Diamantenhöhe oder so. Ich meine, ich bin gerade auf 50, das ist definitiv keine Diamantenhöhe. Und ich Ich habe hab hier was, ich hab eine was. Komm Höhle. zu mir. Ja. Höhle? Perfekt, perfekt, perfekt. So, dann mache ich hier gerade die Fackel ab. Du hast eine Höhle gefunden. Sehr, sehr schön. Dann mache ich das hier gerade mal zu. Und nehme das restliche Eisen mit. Und pack da Ich gehe noch einfach gerade ein mal bisschen was runter, ne? rein. Alles klar, mach das. Wie viel Essen hast du noch? Ich habe noch 2 Karotten und ein Hühnchen. Okay, alles klar. Das ist gut, weil ich habe. Oh, hier, da ist ein Skelett. Achtung, Achtung. Ich komme von oben. Ich hab's, Okay. ich hab's. Scheiße, da Boah. hinten ist nochmal gleich eins. Wir brauchen Fackeln. Und ich verbrauche jetzt gerade mal alle meine Stickies. Scheiße, könntest du das Skelett bitte killen? Ich leichte hier schnell. Ich leichte hier. Mal alles aus, Herr, ne? Ich hab's, ich Bitte hab's. schön, hat Boah, wie Dialekt. viel Oh, das ist Eisen. richtig schön viel Eisen. Bau du das mal aus. Ich leuchte gerade noch ein bisschen weiter aus. Okay, das ist eine sehr kleine Höhle. Hier geht's nicht weiter. Aber ich höre hier noch Zombies.
ist deine Spitzhacke kaputt. Geh mal gerade zum Ofen und mach dir schon mal und guck mal, dass du, da oben ist ein Ofen und eine Workbench und bau mal den Ofen ab und die Workbench auch und bring alles mit nach unten, ja? Na, das mache ich jetzt nicht. Ich habe ja noch eine Workbench hier. Gut, dann gehe ich nach oben und hol das mal. Weil da ist noch viel Eisen und so. Also ich habe da gerade noch einen Zombie gehört. Da ist... Oh, jetzt... Ah, hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Scheiße, da ist ein Creeper. Creeper, Creeper, Creeper. Nein, nein, nein. Ich darf nicht sterben. Hau ab. Stirb, 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 stirb. Okay, Creeper ist tot. Skelett, Hilfe. Ah, das ist so schlimm, wenn man keine Rüstung hat. Und ich... leuchte du mal da weiter aus. Ich gebe dir hier mal die Hälfte meiner Fackeln. Tim, Tim, da sind Fackeln. Okay. Tim, Tim. Danke, danke. Bitte, bitte, bitte. Und ich baue jetzt mal den Ofen ab und hole mir dann auch noch gleich mein Essen. Beziehungsweise brate es. Weil gebratenes Essen ist natürlich sehr praktisch und schön. Ja, die Creeper, ich höre sie schon. Oh Gott. Ja. Das wird ja noch was. So, und ich wollte dich eigentlich mehr reden lassen, weil ich mir ist aufgefallen, ich lasse dich gar nicht aussehen und ich lasse wieder so meine sarkastische Ader hängen, die einigen wahrscheinlich nicht so ganz gefallen wird. Ach ja, wenn ich dann mal hier in Fahrt komme, dann werde ich auch sehr einfach gnadenlos unterbrechen. Sehr, sehr schön. Okay, dann hoffe ich mal, dass das auch bald passieren wird. Ja, okay, die gehen echt gerade richtig ab hier. Ach, du bist das. Okay, okay. Aber ich habe auch eins bekommen. Monster Hunter, sehr, sehr schön. Unser erstes gemeinsames gekilltes Monster. Ist es nicht toll, Tim? Wie sollen wir es nennen? Wir müssen uns den richtigen Namen nicht Rüdiger. Nicht Rüdiger, nehme ich auch dafür so. Dann lege ich in deinen Ofen noch ein bisschen Eisen. Hier stelle ich dann auch noch einen Ofen auf. Und mache da gerade noch mein ganzes Fleisch rein. Das macht natürlich auch Sinn, dass ich die Axt in der Schnellleiste habe. Und tu mir bitte wirklich einen Gefallen. Und wie viele Karotten hast du noch? Ich habe jetzt keine mehr. Keine mehr. Ich habe noch eine. Wir wollten nämlich echt ja welche aufbewahren zum Anpflanzen, weil die sehr schnell wachsen. Und ich meine, du hast mit einem Feld, also mit einem Block Karotten, die gewachsen sind, ja mal so locker 3 bis 4 Karotten wieder drin und die machen 2 Hunger. Oder 2,5 sogar, ich weiß nicht, aber Karotten sind praktisch, da musst du nicht ständig Tiere killen. Ich hab auch 3 Bones, wir könnten die dann direkt sehr schön, machen uns wir so. Den Problem mal annehmen. Okay, dann esse ich mal hier das schöne Fleisch, das gebratene. Ich habe mir heute eine Doku angeschaut, ne? Earthlings, boah, das ist, ne. Earthlings? Earthlings, ja, das ist einfach, oh. Ich weiß nicht, kennst du Food Inc.? Ja. Ja, Food Inc. kennst du, jetzt stell dir das mal in 3-mal brutaler vor. Ja, genau. Also echt, also wer von euch Food Inc. nicht kennt, und ich denke, das werden die wenigsten wahrscheinlich, das ist eine Dokumentation, wo überhaupt so unser Essen herkommt, wo die ganzen Tiere herkommen, wie die gehalten werden. Da wird auch definitiv viel kritisiert mit, also es wird natürlich nicht kritisiert, wie das bei Dokumentation halt ist, aber es wird halt gezeigt und regt zum Nachdenken und Kritisieren an. Ja gut, objektiv sind solche Dokumentationen auch nie, aber es regt halt definitiv zum Kritisieren unserer heutigen Gesellschaft, beziehungsweise der Lebensmittelindustrie an und also Earthlings oder ich weiß gerade nicht, ob Earthlings oder Earthling ist ein bisschen älter als Food Inc., aber echt, was da gezeigt wird, diese Bilder, es ist einfach nur krass, wie unglaublich mit den Tieren einfach umgegangen wird. Egal, ob jetzt in Forschung, Medizin oder Lebensmittelindustrie, es ist einfach richtig krass. Ich weiß natürlich, dass der Streifen da schon, beziehungsweise die Doku, ein bisschen älter ist und es sind auch mittlerweile viele Gesetze erlassen worden, dass so ganz krasse Sachen wie da nicht mehr vorkommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das meiste da immer noch top aktuell ist. Definitiv, ja, das Problem ist ja auch, die meisten setzen sich damit halt nicht auseinander, beziehungsweise wollen das auch gar nicht wissen. Genau das ist es. Man will einfach nicht wissen, was man da gerade isst oder wie es den. Also ihr müsst euch ja überlegen, alles, was ihr esst, also alles Fleisch, das sind Lebewesen. Man isst sich da gar nicht echt, das ist ein sehr schönes Thema, auch für ein Let's Play, muss ich schon sagen, ja. Total. Eigentlich nicht, aber man muss sich halt bewusst sein, wenn man Fleisch isst, was dahinter steckt. Und man macht sich halt irgendwie keine Gedanken. Und ich denke, viele kommen jetzt auch erstmal so in ein Alter, wo man sich über sowas Gedanken macht. Und es ist halt nicht einfach nur das verpackte Fleisch da. Das kommt irgendwo her. Also durch Food Inc. Sneak dich, Tim. Durch Food Inc. muss ich sagen. Sneak dich, Tim. Okay, 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 okay. Durch Food Inc. muss ich sagen, habe ich gelernt, dass ich nie wieder Chicken McNuggets essen will. Hast du das gesehen mit diesem Küken, wo das da am Laufband ist? Und dann nehmen die diese kleinen Küken und die, die nicht taugen, die nehmen die mit diesem scheiß Bolzen und, ekelhaft, ne? Richtig krass. Ich habe mir echt gedacht, ey, das kann doch nicht sein, die haben das doch da nicht gerade umgebracht und einfach so weggeworfen. Und dann habe ich das nachgeschaut und habe gedacht, oh, das haben die doch gemacht, Alter.
Ja, die werden ja auch halt Küken schlüpfen und die werden dann in solchen Positionen werden sofort, halt getrennt. Die werden sofort, also ja, nicht sofort, aber sobald die Federn halt getrocknet sind, kommen die auf so ein Laufband und werden dann halt von Aussortierern händisch begutachtet und alles, was halt irgendwie ein bisschen angedetscht ist, also man könnte sagen behindert, das soll jetzt keine Diskriminierung gegen Behinderte sein oder so. Es ist einfach so, also behinderte Küken, die jetzt irgendwie nicht so richtig geschlüpft sind oder gewachsen sind, wie sie sein sollten, die werden einfach aussortiert und das ist richtig krass. Genau, dann wird auch, glaub, nach männlich und weiblich sortiert. Ja. Und die eine, ich weiß nicht mehr welches waren, die werden dann einfach im Sack gesteckt und mit Stickstoff getötet. Das ist einfach, das ist richtig, oh. Ist absurd. Das ist absurd. Total absurd. Und dann stell dir, wie gesagt, nochmal Earthlings vor in dreimal brutaler. Also dreimal brutalere Gott. Bilder. Es ist einfach nur krass. Dominik, alleine schon, was da gezeigt wird, ja? Bitte schönere Themen. Bitte schönere Themen. Ja gut, okay, komm. Das ist jetzt sehr schwierig, bei sowas auf schönere Themen zu switchen. Aber erstmal ein Thema, wo ist der Ofen? Ich habe da nämlich Eisen reingelegt und ich habe jetzt richtig viel Eisen. Wir können uns, glaube ich, schon eine komplette Rüstung machen. Und ich meine, hey, wir haben eine Höhle gefunden. Ist doch perfekt. Da machen wir uns da oben dann unsere Basis und hier unten haben wir eine Höhle. Das ist gut, ist doch wunderbar. Ich weiß gerade aber echt nicht mehr, wie ich hochkommen soll. Allerdings haben wir gerade echt Probleme mit dem Essen. Nee, Essen kann ich auch noch in den Ofen reinlegen. Da müsste auch noch ein bisschen was sein im Ofen. Okay, weil ich bin gerade hier in einem Nebenzweig, da wollte ich mal noch weiter lang gehen. Ja, ich muss erstmal hier zurückfinden. Kannst du mir mal ein bisschen helfen? Wo bist du denn? Ja, ich weiß nicht, wo ich bin. Siehst du mich nicht am Namensschild oder so? Ich bin gerade beim Gravel, ich glaube, das geht da hoch. Sag mal, kann es sein, dass du dich immer so hinbaust, dass du nicht mehr weißt, wie man zurückkommt? Nee. Ah, hier ist die Lava. Momentan weiß ich es noch. Okay. Ich muss hier wieder hoch und dann links und dann komme ich an Gravel und an dem Gravel hinter dem hoch. Warte, jetzt noch weiß hast du schon das gesehen, wo ich die Lava gefunden habe? War das nicht hier irgendwo? Warte, das ich glaube, ich hab's gleich. Hier war das Wasser. Bin ich hier lang? Ja, ich sehe dein Namensschild. Perfekt. Meins? Ja, deins. Hallo. Okay. Wo ist der Ofen? Hier ist neu. Ne? Wo ist der Ofen? Der ist nicht hier. Ich bin hier in dem Ja, wo ist der Ofen? Warte. Zeig komm mir mit, den Ofen. Den ich will alten, zum Ofen. Ja, du? Den alten Ofen. Ja. Okay. Ich habe da zwei, also ich habe da einen Ofen hingestellt und dann standen da zwei. Zeig mir das bitte. Los. Befehl. Und so. Ne gut, schöneres Thema haben wir, glaube ich, gefunden. Wo ist der Ofen? Zumindest, was auch richtig krass ist, ich muss es einfach sagen, weil das war auch wirklich eine der krassesten Szenen. Es wurden Football-Verletzungen an Schimpansen oder irgendwelchen Affen untersucht. Und weißt du, was die machen, um Football-Verletzungen zum Beispiel zu untersuchen? Gerade Kopfverletzungen. Ja. Warte, ich gebe dir hier die Hälfte von meinem Essen. Bitteschön. Hier ist noch Eisen. Lege ich da noch mein Eisen rein. Ich freue mich immer. Dann mache ich schon mal eine Rüstung für mich, weil ich halt wichtiger bin als du. Ich muss ja meine Arroganz hier raushängen lassen, weil ich ja total arrogant bin und das alles total ernst gemeint ist. Du bist so arrogant. So, da klingelt dein Telefon, da hast du noch eine Brustplatte. Brustplatte? Mein Telefon. Nimm die Brustplatte bitte auf. Steck sie dir auf die Brust. Und Brust rein. Brust raus. Bauch rein. Ich werde mein Telefon jetzt einfach ignorieren. Einfach ignorieren, okay. Dann bin ich mal gespannt, was dann passieren wird. Ja, ich bin gespannt. Ich ahne Böses. Du ahnst Böses, okay. Da ist definitiv Böses im Busch. Gut, also, und da war's halt. Okay, das Telefon war eine stillgesetzt. Tür. Wow. ich mag schöne, dicht schließende Türen, ne? Weiß man ja. Ja. Ich habe mir auch gerade schon mal eine Hose gemacht. Du hast auch Schuhe. Wie viel Eisen hast du noch so? Oh, da ist noch eine ganze Menge Eisen, was hier verbrannt wird. Hast du noch rohes Fleisch oder so, was du da reinlegen kannst? Nee, ich habe nur Rotten Flesh leider. Gut, dann verteile ich das Eisen auch gerade noch ein bisschen in den Ofen auf. Ist das nämlich alles hier schön aufgeteilt. So. Dann haben wir nämlich gleich ganz viel Eisen, sind voll Iron und können noch ein bisschen weitersuchen nach einer Backup-Rüstung. Würde ich sagen, dann bauen wir uns oben unsere Basis mal ganz schön aus, oder? Und dann sind wir eigentlich schon recht gut dabei. Genau, da sind wir sehr gut dabei und diese Sache muss ich wirklich noch sagen, nächste Folge definitiv ein schöneres Thema.
Dort wurden halt an irgendwelchen Affen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Schimpansen waren oder sonst was, Footballverletzungen untersucht. Sagt ja schöneres Thema. Und nächste Folge. So. Okay. Und um das zu untersuchen, wurde der Kopf von denen in einen Metallhelm einbetoniert. Und die armen Viecher, also die armen Affen, die wurden auf so eine Art Streckbank. Ich such mal weiter, ja. Die wurden auf so eine Art Streckbank gelegt und dann wurde ein Bolzen von unten nach oben geschossen, dass halt der Kopf eingeknickt wird mit diesem Helm. Mm. Und das wurde wirklich mehrmals gemacht. Und das, also, man stellt sich es jetzt vielleicht gar nicht mal so krass vor, aber es ist einfach nur krank. Es ist einfach nur krank. Und ich frage mich, wie überhaupt die Menschen, die das da machen, mit sich selbst verantworten können, dass die sowas machen. Also generell so Leute, die im Schlachtbetrieb arbeiten. Ja. Du hast es ja bestimmt, also bei Food Inc. ist es genauso. Die Leute, die reden sich das da alles schön, die sagen, ja, die Tiere, ach ja, die spüren nichts, die spüren keinen Schmerz, es ist alles okay. Scheiß du. Es ist alles in Ordnung. Und genauso dort, also wie die Leute da auch wirklich bewusst, also die sagen sich ja bewusst, diese Tiere da, die sind nichts wert, damit umgehen, das sollte einen echt zum Nachdenken bewegen. So, was brauchst du noch an Rüstung? Ich bin jetzt Full Iron. Du bist Full Iron, ich auch, und wir haben noch eine Menge Eisen übrig. Ja, ich bin gerade so viel. So viel nicht, aber dann würde ich sagen, ich bleib noch ganz hier. Ich mache uns beiden mal Eisenspitzhacken. Ah, nee, ich habe kein Holz. Doch, ich habe noch Holz. Okay. Wenn du nichts dagegen hast, mache ich uns beiden Eisenspitzhacken. Mir ist aufgefallen. Oh Gott, hier sind drei Creeper. Uiuiui. Ja. Was ist dir denn aufgefallen? Dass die Creeper sehr viel schneller explodieren oder ich inkompetenter geworden bin? Ich weiß es nicht. Es kann beides sein. Eigentlich. Also, es ist alles möglich. So, gut. Also Eisenspitzhacken haben wir, ansonsten habe ich noch 26 Eisen. Das heißt, wir bräuchten nur noch mal so etwa 30 Eisen, wir hätten eine komplette Backup-Rüstung und so weiter und so fort. Okay, ich habe auch schon 11 Eisen wieder. Perfekt. Sollen wir dann gleich noch ein bisschen tiefer in die Höhle gehen und nach ein paar Diamanten suchen? Ja, ne? Ja, hatte ich gerade vor. Auch. Das wäre auf jeden Fall ich mal die ganzen schön. Creeper hier entfernt habe. Okay, dann machen wir das so. Dann wollte ich das mal machen, was ja. Was ich auch noch mache, sind ein paar Fackeln. So, ja. Nee, was mir gerade auffällt, ist, ich habe total lange echt nicht mehr aktiv Minecraft gespielt. Ich auch. Also, was heißt aktiv Survival, spiele ich schon verdammt lange nicht mehr so. Aber gerade auch auf so Servern wie Hive oder sonst irgendwo, habe ich verdammt lange nicht mehr gespielt. Also, ich hoffe, es kommt echt irgendwann mal ein richtig guter Server, der auch innovative Spielmodis bildet jetzt. Wo bist denn du gerade? Ich bin den Weg, wo du mir gefolgt bist, bin ich jetzt weitergegangen. Ach egal, ich gehe in irgendeine andere Richtung. Okay. So, aber mir fällt auf, die Folge ist auch gleich zu Ende. Ach komm, wir machen eine 20-Minuten-Folge. Wir sind mal gütig heute. Oh ja, wir sind so gütig. Hier oben ist auch noch Eisen. Aber komm du dann bitte nochmal gleich zurück zu der alten Position der Öfen. Mhm. Damit wir dann, wir gehen doch lieber zusammen, weil nächste Folge ist dann auch keine Friedensphase mehr und sicher ist einfach mal sicher. Also, ja, dann komme ich jetzt zurück. Okay, komm mal zurück, Timothy. Ah, da oben ist schon Wüste. Die Clay-Wüste. Ne, hier ist schon. Oh, ich hab ein. Geil, geile Sache. Ich hab einen Spawner gefunden. Schnell ausleuchten. Ich hab Music Discs, Gunpowder und Brot. Jetzt nichts Besonderes, aber hey. Wir haben gewonnen. Wir haben zwei Music Discs. Einmal Cat und einmal 13. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auch an euch, liebe Zuschauer, wie gesagt, bewertet auch. Gebt doch bitte einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Lasst es bleiben, wenn nicht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.